Hallo meine Lieben und zurück zu einem Video von mir. Heute stelle ich euch, weil ich 200 Abonnenten jetzt habe und danke für die 200 Abonnenten, wollte ich euch heute was die Schule von den Osterhasen vorstellen, die ich so Ostern bekommen habe. Ja, ausgepackt habe ich schon alles und wollte es euch heute mal zeigen, was alles drin ist. Ja. Von hier hinten sieht man, was alles drin ist. Und ja, dann stelle ich jetzt mal, dann baue ich jetzt mal alles mit euch auf. So, meine Lieben, die Kleinigkeiten habe ich schon hier aufgebaut. Also Blumen habe ich schon zusammen gemacht. Den Baum habe ich auch schon fertig gebaut und die ganzen Tiere habe ich auch schon drauf. Da drin habe ich auch schon was. Da unter, das zeige ich euch gleich. So, dann baue ich es jetzt auf. So, als erstes mache ich den Baum rauf. Wie rum muss ich den ein? So. So. Geht eigentlich? Ja. So, dann mache ich die ganzen Blümlein jetzt rein. Oh. Ich mache es mal lieber hier die hin und die hier hin. Ich hoffe, es ist fest drin. So. Und jetzt kommt das Rest noch rein. Auf jeden Fall habe ich hier auch schon einen Sticker drauf gemacht. Das soll bestimmt sein, dass die aufpassen sollen vor dem Fuchs irgendwie. Den stelle ich hier hin. Ein bisschen eher in die Ecke, dass ich mehr Platz habe. So, dann der Tisch. Der ist voll praktisch, da man diese diese Mappen hier reinmachen kann. Es hält nicht so gut, bisschen. Man muss schon ein bisschen aufpassen. Ah, bei mir halten die aber irgendwie immer nicht. Ja, die kann man dann jedenfalls reinmachen. Das kommt hier rauf. Dann gibt es dazu noch zwei kleine Höcker. Höcker? Ja, das heißt Höcker. Da kann man noch reinfassen. Oh, alles kippt um. Mit einer Hand geht das echt schwer. So. Dann stelle ich jetzt die Mappen hin oder ich hänge sie an. Wartet. So, die Mappen habe ich jetzt aufgehangen. So. Jetzt mache ich das Rest noch auf. Da kommen so Bücher rauf. So. Also die Mappen, hätte ich bald vergessen, sind so, die eine ist blau und hat so, keine Ahnung, so eine Aufklappmappe, ich weiß es nicht. Und da ist die rote, ich hoffe, sie sieht man. Ja, sieht genauso aus, bloß in rot, wie gesagt. Und ja, jetzt mache ich die Bücher hier rauf. Ich weiß nicht, warum ich die stellen soll. Aber am besten so, dass die Kinder das sehen können. So. Dann habe ich noch eine Feder zum Schreiben, die ich jetzt sehr, sehr schwer rauskriege. Jetzt. Das ist wohl der Federhalter. Und das ist die Feder zum Schreiben, wo ich mir echt nicht vorstellen kann, dass man mit einer Feder schreiben kann, aber es geht. So. Sehr schick. Jetzt kommt, also dann habe ich hier noch so ein kleines Körbchen, da auch die Eier raufkommen.
Aber ich habe hier noch was drin. Da habe ich jetzt noch. Ach so, ja. Dann habe ich hier noch die Ersatzblümchen an die Schulbücher. Einmal in Rot, das packe ich bei Mädchen hin, bei der roten Mappe hin. Und einmal in Weiß, packe ich bei der blauen hin, bei der blauen Mappe. So. Und da habe ich jetzt die Ersatzblumen hin. Das Praktische ist, dass es voll gut hält, das Grün, das Gras. Dass es sich irgendwie festmacht, wie auch immer. Dann noch die bunten Eier. Blau, Rot und Gelb. Die stelle ich dahin. Da habe ich noch einen Stock. Das ist eher so der Zeigestock für den Lehrer. Den lege ich erstmal hier hin. Dann zeige ich euch jetzt mal die Figuren. Das ist das erste Osterhasenkind. Ein Mädchen, das hat ein gelbes Oberteil mit grünen Punkten und einer bunten Kette und einer orangenen Hose. Hat keine Schuhe an. Und ja, ich drehe sie mal. Hat hinten noch ein angemalten Schwänzchen. Und ja. Das setze ich jetzt bei der roten Mappe hin. Das klappt mit einer Hand. Der Hase will nicht sitzen. So. Dann habe ich das zweite Hasenkind. Das ist diesmal ein Junge. Das hat ein blaues Oberteil an, ein Halsband, das gelb gestreift ist und eine gelb karierte Hose mit, nee, eine gelbe Hose mit karierten roten Strichen. Karierten roten Strichen. Hat auch keine Schuhe an. Also, sie haben braune Augen und total süße Öhrchen. Hat auch wieder ein kleines angemaltes Schwänzchen. Und den werde ich die Mappe aufsetzen und erst in die Schule laufen lassen. Jetzt erstmal. So, der Hasenjunge kommt jetzt erst zur Schule. Und jetzt zeige ich euch die letzte Figur. Das ist der Lehrer. Er hat auch wieder braune Augen, süße Öhrchen. Ist etwas dicker und hat eine blaue Jacke, ein Hemd an, ein Schlips, eine graue Hose und auch wieder keine Schuhe an. Wieder ein angemaltes Schwänzchen. So, dem Lehrer, die mache ich jetzt den Stock in der Hand. Und werde ihn jetzt an die Tafel stellen. Boah, den will ich halten. So. Der hat auch keine Lust mehr auf Schule. So sieht's jetzt aus. Und jetzt sehe ich einen kleinen Abspann in der Schule. So, Lotta. Und jetzt weißt du viel über den Fuchs. Ja, ich weiß jetzt viel über den Fuchs. Und der Lukas. Na, Lotta, du weißt doch, dass der Lukas immer viel zu spät in die Schule kommt. Ich komm ja schon. Ich eile doch schon. Tut mir leid, Herr Lehrer Linksohr. Tut mir wirklich sehr... Ja. Setz dich jetzt hin und öffne dein Buch. Wir müssen doch noch lernen, wie man Eier anmalt, dass ihr nächstes Jahr helfen könnt. Oh ja, da haben Sie recht.
Und man muss sie immer mit verschiedenen Farben anmalen. Ende. Das war die Geschichte über die Eier. Da hast du recht. Und auf was müsst ihr noch achten, außer auf den Fuchs und dass ihr immer in verschiedenen Farben malen müsst? Vor den Menschenkindern. Da habt ihr recht. So, meine Lieben, das war's mit dem Video. Ich möchte jetzt noch ein paar Leute grüßen. Und zwar sind das Sunnyboy, der Playmo Channel 1 und ich möchte nochmal Mariella M. grüßen, da sie mich jetzt schon ewig jedes Mal meine Videos anguckt und jedes Mal einen Kommentar unterschreibt. Und ja, und ihr könnt, weil ich auch jetzt noch 200 Abonnenten bekommen habe, unten Fragen schreiben, was ihr von mir wissen möchtet vielleicht. Und Videoideen natürlich könnt ihr jedes Mal unterschreiben. Und wenn ihr ein Video von den Hasen nochmal wollt, dann schreibt es doch unten in die Kommentare. Tschüss!